Ich freue mich sehr, dass wir Professor Dr. Anke König gewinnen konnten, um uns hier einen entsprechenden Impuls zu geben. Frau König ist Universitätsprofessorin für allgemeine Pädagogik mit Schwerpunkt Frühpädagogik an der Universität in Vechta. Und was sie besonders natürlich für dieses Feld prädestiniert oder für dieses Thema ist, dass sie von 2013 bis 2019 die Leiterin der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte innehatte und in dieser Position eben die empirischen Forschungen der WIF konzipiert hat und unter anderem eben auch den jährlichen Fachkräftebarometer, sodass sie sich sehr gut auskennt mit der Situation um Fachkräfte und uns hier heute sehr gut den Input bereiten kann. Wir freuen uns auf den Vortrag. Als kleiner Hinweis nochmal, wir zeichnen diesen Vortrag auf. Sie haben ohnehin die Kameras ausgeschaltet, ganz vorbildlich, aber das sollte eben jetzt für diesen Vortragsteil auch so bleiben. Nachher bei der Diskussion werden wir das auch nochmal öffnen. Aber wie gesagt, hier nochmal der offizielle Hinweis, der Vortrag und die anschließende Diskussion werden aufgezeichnet. Ich freue mich, Frau König, zu Ihrem Vortrag jetzt sozialer Wandel in den Kitas gestalten, Umbau mit Weitblick. Ich bin gespannt, was Sie uns berichten können. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die freundlichen Worte und ich bedanke mich bei den Veranstalterinnen hier auch für die Einladung und hoffe jetzt auch, dass ich mit meinem Beitrag noch einen Impuls zu der weiteren Diskussion setzen kann. Wir hatten ja schon sehr interessante Impulse über die Vorrede, an die ich sozusagen auch ein Stück weit direkt anknüpfen kann. Denn nämlich auch bei mir ist es so, dass es mir ein Hauptanliegen ist, mit dem Vortrag auch ein Stück weit zu sensibilisieren für die Sollbruchstellen des Systems Kindertageseinrichtungen. Denn nach diesen vielen Reformschüben und Veränderungsprozesse ist es jetzt eben auch wichtig, eine Aufmerksamkeit darauf aufzubauen, auf das Gesamtsystem Kindertageseinrichtungen. Dieses ist nämlich nicht völlig neu, so aber hat sich im Zuge des sozialen Wandels sehr stark verändert. Es soll also auch dazu angeregt werden, mit dem Vortrag darüber nachzudenken, mit welchen Instrumenten wir heute hier agieren und ob sie eben den Wandlungsprozessen in der Kindertageseinrichtung in der Form noch gerecht werden. Mit dem Vortrag lege ich mehr oder weniger so zwei Schwerpunkte. Zum einen mache ich nochmal einen Aufriss in Richtung Expansion im Handlungsfeld Kindertageseinrichtung. Damit fokussiere ich auf den sozialen Wandel. Und etwas länger und ausgiebiger fokussiere ich mit einer Personalentwicklungsstudie in Richtung Stand der Personalentwicklung. Es ist eine bundesweite Befragung gewesen, also nicht niedersachsenspezifisch. Ja, und im Anschluss freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen. Es ist nach wie vor ein entscheidender Befund zu sagen, es gibt keinen anderen Arbeitsmarkt, der so schnell wächst wie der frühen Bildung. Seit 2006 sind hier 330.000 Fachkräfte dazugekommen. Das heißt, wir haben ein Wachstum zwischen 2006 und 2019 von 80%. Sozialer Wandel macht sich darin deutlich, dass innerhalb kürzester Zeit eine enorme Dynamik aufgebaut ist. Und das ist eine enorme Dynamik, wenn Arbeitsmärkte um 80% in einem Zeitraum von gut 10 Jahren wachsen. Und wenn man zurückdenkt, was Frau Lamm in ihrer Einführungsrede gehalten hat, welcher Fachkräftebedarf hier weiterhin prognostiziert wird, dann müssen wir uns sehr stark Gedanken machen, wie wir in Zukunft dieses Handlungsfeld der frühen Bildung gestalten möchten. Wenn man sich die Grafik anguckt, dann wird weiterhin prognostiziert,
schließt an die Rede an, einen weiteren Wachstum von circa 5% in den nächsten Jahren. Das heißt, dieser Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf extrem hohem Niveau und zählt heute schon zu den größten Handlungsfeldern der Erziehungs- und Bildungsberufe. Meine These ist, dass dieses stetige Mehr problematisch wird, wenn die Stützsysteme, und das heißt Beratung, Fachberatung, Ausbildung, Weiterbildung, aber eben auch Administration, Forschung und Wissenschaft nicht entsprechend mitwachsen. Das heißt, nicht nur nicht zur Verfügung stehen, wir sind ja da, sondern sich auch anpassen an die Fragen des sozialen Wandels. Dieses stetige Mehr, das wir sehen, ist ein Indikator für sozialen Wandel. Das stetige Mehr sagt uns in der Kita, es ist zu einer bedeutenden Infrastruktur in unserer Gesellschaft geworden. Sozialer Wandel sagt uns aber, dass hier ein Bedeutungswandel vonstatten geht. Es war nicht immer so eine bedeutende Infrastruktur. Und da muss man sensibler mit umgehen und dahinter blicken, was steht hier dahinter. Also Kita ist auch mit Bedeutungswandel verbunden. Wir gucken uns diese Grafik nochmal genauer an, nämlich die große Dynamik und Veränderungsprozesse, die liegen insbesondere in dem Bereich der unter Dreijährigen. Sie, die kleinen Kinder, haben die Kita-Landschaft verändert. Wenn wir uns die Grafik angucken, dann sehen wir hier Zeitvergleiche zwischen 2006 und 2018. Wir sehen, wie die Inanspruchnahme aussieht in unterschiedlichen Altersgruppen, in den unterschiedlichen Säulen, ganz unten olivgrün, die unter Dreijährigen, in orange das breite Feld, die 3- bis 6-Jährigen und oben in hellblau dann die Schulkinder. Wir erkennen, dass das Feld der der 3- bis 6-Jährigen relativ stabil bleibt zwischen 2006 und 2018. Hier sprechen wir davon, dass wir ein relativ ausgeglichenes Feld haben, auch über die unterschiedlichen Bundesländer hinweg und über Stadt-Land-Vergleiche und in den unterschiedlichen Regionen. Wir sprechen hier davon, dass praktisch Kita zur Normalbiografie gehört. Ganz anders sieht es aus in dem Bereich der unter Dreijährigen. Hier haben wir die größten Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Bundesländern, Stadt, Land, völlig unausgeglichen. Hier gibt es den größten Bedarf und Veränderungsprozess. Hier ist das Feld in Bewegung und das zeigt in Richtung, was sich verändert hat. Wir sprechen insbesondere, wenn wir darüber sprechen, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber dahinter stehen andere plurale Lebensformen und insbesondere hier steht dahinter ein anderes Aufwachsen für junge Kinder. Und die Kita hat eine enorme Bedeutung gewonnen für diese frühe Lebensphase, für das Aufwachsen von jungen Kindern. Kinder verweilen heute häufig länger in Kindertageseinrichtungen als in der Grundschule. Also hier sehen wir die Verschiebung. Das sind Veränderungen oder das zeigt die Bedeutung der Infrastruktur, die hohe Bedeutung, die die Kita für die Kinder gewonnen hat. Und es zeigt an, welche enorme Verantwortung hier Gesellschaft auch trägt. Diese Infrastruktur, die hier gewünscht wird, die heute zu unserer Gesellschaft auch gehört, praktisch zu stützen, neu auszubauen, anders aufzubauen und auch entsprechend mit Finanzmitteln praktisch zu unterstützen. Bevor ich jetzt in Richtung Personalentwicklung schwenke, möchte ich nochmal auf was Besonderes hinweisen, was wir in diesem Arbeitsfeld haben. Zum einen sind sehr viele Fachkräfte dazugewonnen worden, 80%, das ist enorm. Zum anderen ist es so, dass die nicht nur aus der Ausbildung geschöpft werden. Das ist das Besondere. Sonst wäre auch ein so dynamischer Prozess nicht möglich gewesen. So viele Menschen kann man nicht nur aus Ausbildung gewinnen.
Wir sehen hier, dass wir praktisch in jeder Altersgruppe zwischen 20 und noch über 60 Menschen für die Kita gewinnen können. Das ist eine besondere Qualität. Und insbesondere über die praxisintegrierten Ausbildungen, ich spreche hier von den PIA-Ausbildungen, an die tatsächlich eine Ausbildungsvergütung gekoppelt ist. In Baden-Württemberg gibt es die oder jetzt auch Optiprax-Ausbildung. In Bayern, aber auch Nordrhein-Westfalen hat sich für dieses Modell entschieden. Das gibt tatsächlich eine besondere Schubkraft. In Niedersachsen wird es versucht mit den Teilzeitausbildungen und Ausbildungsvergütungen, so wie es vorhin auch die Vorrednerin, ich glaube Frau Ort, geschildert hat. Für mich sind das ein Stück andere Ausbildung oder andere Modelle. Nichtsdestotrotz bleibt eins bestehen. Man entscheidet sich für den Beruf Kita offensichtlich auch als eine neue, andere, weitere Karriere und zwar in unterschiedlichen Altersgruppen noch. Und da sind wir anderen Arbeitsmärkten stark voraus. Und es zeigt für mich vor allem auch an, dass Kita nicht ein uninteressantes Feld ist. Das kann löst eine Faszination aus und das zeigt auch, dass sich praktisch das Bild der Kita verändert hat. Jetzt kommt aber mein Einwand, wo es knickt und auch da hat mir die Vorrede, ich glaube in der Einführung von Frau Lamm wurde es schon genannt, auf den blinden Fleck hingewiesen. Ja, dieses stetige Mehr verlangt jetzt nach Personalgewinnung, aber eben auch Bindung und Entwicklung. Auf den, die empirischen Gewissheiten auf Makroebene, die liegen fest. Das ist einmal demografischer Wandel. Und das heißt, unsere Gesellschaftspyramide steht auf dem Kopf. Wir haben relativ wenig junge Leute und relativ viele Personen, die über 50 Jahre alt sind. Und diese Situation trifft nicht nur jetzt die Kita und wir müssen gucken, wer interessiert sich für dieses Feld, sondern das betrifft alle Arbeitsfelder. Das heißt, wir sind hier in Konkurrenz mit vielen anderen Arbeitsfeldern, auch Arbeitsfeldern, die im Rahmen von sozialem Wandel eher praktisch schrumpfen. Der weitere Problembereich, den wir sehen, ist, dass in den ersten Berufsjahren, das ist die Rede von Frau Lammglaub gewesen, die Zahlen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar in allen Altersklassen, nicht nur die jungen Auszubildenden, sondern auch Ältere, die sich entscheiden, in diesen Beruf zu gehen, eine weitere, zweite oder dritte Ausbildung zu machen, um überhaupt hier einmünden zu können, die verlassen das Feld relativ schnell. Und darüber muss man nachdenken, was hier jetzt passiert. Passen hier Systeme, die praktisch über Jahrzehnte entwickelt sind, nicht zu den Erwartungen? Was für Diskrepanzen tauchen hier auf? Oder liegt es an dem, dass auf Personalbindung und Entwicklung einfach von Trägerseite noch zu wenig praktisch die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird? Vermutlich ist es ein Mischtyp. Die Einrichtung ist in einem Prozess des sozialen Wandels. Aber es lohnt, dahin zu gucken. Es ist nicht damit getan, immer nur Leute dazu zu gewinnen, weil das ist unökonomisch. Wir bilden sie aus, teuer aus, und dann praktisch disseminieren die uns in andere Arbeitsfelder. Also, ganz deutliches Anzeigen, hier muss man nach innen gucken, was läuft hier gut und was läuft weniger gut. Und derzeit wird eben deswegen auch diese Idee der Personalentwicklung oder seit ein paar Jahren von Trägerseite auch ganz in den Fokus gerückt. Ja, was leistet Personalentwicklung im Rahmen pädagogischer Qualitätsentwicklung in Organisationen? Ist sie die Ebene der langfristigen Gesamtplanung, die hier wichtig wird, um eine systematische Auswahl für die Einmündung, für die Fort- und Weiterbildung des Personals von der Führungs- bis zur praktischen Handlungsebene praktisch abzustimmen, und zwar mit der professionellen Zielsetzung. Das ist das Besondere, was hier herausgestellt wird. Also Personalentwicklung ist mehr als nur eine individuelle Weiterbildung. Und im Fokus der Personalentwicklung werden jetzt individuelle Ziele mit den Qualitäten der Organisation verbunden und damit praktisch Team gestärkt. (lacht)
Ja, warum wird so jetzt so eine Notwendigkeit gesehen in Personal, bei Personalentwicklung in Zeiten des sozialen Wandels? Gerade wenn Organisationen sich verändern, so sagt Merkel, wird Personalentwicklung zu einem wichtigen Bestandteil. Diese Veränderungsprozesse sind deswegen wichtig zu diskutieren, weil jetzt praktisch diese Prozesse auf entsprechende Motivation, Einstellung und Handlungsweisen der Mitarbeiter angewiesen ist. Veränderung braucht Anpassung, auch von den Einzelnen im System. Es ist nicht mehr so wie früher. Es ist anders. Es kommen andere Kollegen dazu. Es sind, die Kinder sind sehr viel jünger. Die Eltern leben in unterschiedlichen Lebensmodellen, haben unterschiedliche Hintergründe und das verlangt von uns auch und von liebgewonnenen Gewohnheiten, uns auch vielleicht manchmal zu verabschieden und über Neues nachzudenken. Deswegen ist im Rahmen von sozialem Wandel dieser Blick in Richtung Personalentwicklung so wichtig. Denn die große Expansion, die wir seit Jahren beobachten, die wird jetzt sehr deutlich auf Teamebene. Ja, wenn man Personalentwicklung betreiben möchte, dann ist es eine Herausforderung, eben nicht nur für die Kita, sondern es ist eben auch gebunden an die Vorgaben und Rahmenbedingungen, die Träger, die Kommune, aber eben auch das Land zur Verfügung stellt. Also Personalentwicklung ist nicht einfach nur eine Kita-Geschichte, sondern da ist ein System außenrum. Das ist auch meine Vorrede gewesen. Wir müssen den Fokus stärker auf das Gesamtsystem legen, um Sollbruchstellen zu erkennen, wo das System die Kita gar nicht mehr entsprechend unterstützt, weil die Instrumente, die sie nutzt, praktisch eigentlich einer Kita angehört, die es schon lange nicht mehr gibt. Die müssen die Instrumente müssen angepasst werden auf den sozialen Wandel. Hier ist eben nicht nur die Kita gefragt, die ist in der Form gefragt, dass sie auch sagt, was ist Qualität? Und hier müssen eben breitere Diskussionen vonstatten gehen. Einfach zu sagen, wir halten ja das Niveau, indem wir eine Ausbildung auf DQR6 anbieten, das ist zu wenig. Gut, mein Zwischenfazit ist, einerseits wird viel getan, neue Menschen zu gewinnen, andererseits aber wenig dafür, dass sie tatsächlich im Feld bleiben. Das ist natürlich auch die Herausforderung des Systems. Das hat uns die Vorrede ja auch schon gezeigt. Also wenn ich jetzt Personalmangel habe, dann mache ich auch wieder Einschränkungen in Form von, wie lange kann jemand auf Weiterbildung gehen. Also alles, was auch Attraktivität, meine Verfügungszeiten werden vielleicht eingeschränkt. Ich muss die Vertretung machen für die Kollegin, die nicht da ist. Krankheitsfälle nehmen zu. Es ist auch sehr viel mehr zu organisieren, wenn man ein größeres Team hat. Also das sind ja auch Teufelskreise, die hier aufgehen. Und über die müssen wir nachdenken, wie kann man die trotz des angespannten Arbeitsmarkts durchbrechen und eine Weiterentwicklung tatsächlich vorantreiben. Ich sage auch, die Instrumente der Personalentwicklung werden von den Trägern praktisch erst ansatzweise dafür genutzt, tatsächlich auch Organisationsentwicklung zu machen. Und jetzt gucken wir in die Studie und gucken, was man hier sehen kann. Ja, es ist eine WIF-Studie, wurde vorhin schon erwähnt, dass sie noch in der Zeit praktisch erschienen ist oder von mir begleitet wurde, als ich noch in der Weiterbildungsinitiative war. Es ist eine Befragung von 1430 Kindertageseinrichtungen und es geht, aber das so dahinterliegende Verständnis von Personalentwicklung ist, es umfasst sämtliche Maßnahmen zur individuellen und teambezogenen Weiterentwicklung des Personals, also von Fach- und Leitungskräften unter Berücksichtigung der Ziele der Einrichtung. Die Befragung orientiert sich an der Kita-Befragung des Deutschen Jugendinstituts, die schon 2007 und 2012 durchgeführt wurde. Und das macht es interessant, weil eben die Daten jetzt von 2018 auch längsschnittlich verglichen werden können.
Das Besondere dieser Studie ist allerdings, dass hier nicht einfach nur auf Institutionenebene die pädagogischen Fachkräfte im Allgemeinen befragt wurden, sondern es wurde differenziert zwischen den Fachkräften im Gruppendienst und den Leitungen. Also. Ja, wer wurde befragt? Da sieht man das Verhältnis, auch nochmal dieser Abgleich mit der amtlichen Statistik. Also öffentliche Träger machen so ein Drittel des Feldes aus, zwei Drittel sind dann die privaten Träger. Das passt auch hier mit der mit den befragten Institutionen. Also. Was wir hier jetzt schon sehen, ist, wir haben ganz unterschiedliche Realitäten, in denen Kitas heute agieren. Also die Kita, über die man so spricht, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Nämlich relativ wenig Kinder, 1 bis 25 oder eben über 100 Kinder in einer Kita. Das ist etwas, was wir uns auch in den Diskussionen immer deutlicher bewusst machen müssen. Deswegen ist es auch schwer, praktisch eine Handlungsweise als die richtige anzusehen, weil es so unterschiedliche Systeme gibt. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, oder auch die große Herausforderung von Trägern, auch in kleinen Einrichtungen entsprechende Qualität vorzubehalten oder eben Unterstützungssysteme. Hier wird es nochmal deutlicher, also insbesondere in Richtung Steueraspekte, wird es deutlich mit den pädagogisch Tätigen. Es ist ein Unterschied, ob ich mich in einem Team austausche, wo eben nur 4 pädagogische Mitarbeiterinnen sind, oder ob ich eben über 15 Mitarbeiterinnen koordinieren muss. Wir sehen hier auch den Schwerpunkt. Die Kitas werden nicht unendlich groß, das werden nicht Systeme, davon gehe ich aus, wie wir es in den Schulen haben, sondern es werden kleinere und auch klein oder bleiben kleinräumig verortete Systeme auch in Zukunft. Dennoch liegt der größte Trend tatsächlich inzwischen bei diesen mittleren Teams bis zu 15 Mitarbeiter. Da haben wir die höchsten Wachstumsrahmen. Na gut, vielleicht. Wir gucken es uns mal in 10 Jahren an, vielleicht habe ich mich dann auch geirrt. Gut, die Fragestellungen, die hier jetzt angeguckt werden, sind zum einen die Verfügungszeiten. Wie sieht es damit eigentlich aus? Sind die festgelegt, auch in den Arbeitsverträgen? Wie sieht es mit unbesetzten Stellen aus? Wie drückt auch der Schuh in den einzelnen Einrichtungen? Und es ging darum, um die personellen Rahmenbedingungen. Also auch immer auch um, was ist attraktiv auch in diesem Arbeitsfeld zu bleiben. Ja, die Einplanung von Verfügungszeiten in Dienstplänen sind praktisch zumindest bei knapp 80% in Westdeutschland der Kindertageseinrichtungen schon ein Stück Regel, aber eben bei 20% auch nicht. Und in ostdeutschen Bundesländern eben bei 48%. Wir sehen aber, prinzipiell könnten wir sagen, das hat sich schon so als traditionelles Instrument praktisch durchgesetzt, aber es gibt eben ein Viertel der Einrichtungen, wo das nicht geschieht. Und das ist hoch, das ist viel. Ja, wie kommt man denn jetzt damit zurecht mit den Vorbereitungs- und Verfügungszeiten, die mir zur Verfügung stehen? Hier geht das Feld auseinander. Die einen sagen, ja, geht gut, und die anderen sagen, nee, das reicht im Leben nicht. Was Sie an solchen Zahlen, die Zweiteilung des Feldes zeigen, am besten sehen, ist, wie das Feld nicht ausgelotet ist. Das ist in Bewegung. Da scheinen schon manche Träger ganz gut voranzugehen und andere bleiben hinter dem zurück. Und das wird jetzt fatal, vor allem in Zeiten sozialer Medien und Vernetzung der Kinder, der Erzieherinnen, wählen die ihren Träger ganz bewusst aus. Ja, wie sieht es mit Personalnotstand aus? Also was wird hier jetzt angegeben? Gibt es unbesetzte Stellen? Ja, ein Dreiviertel sagen, nee, derzeit nicht. Aber bei einem Viertel drückt der Schuh viel, stark.
Und dann bei einem weiteren 15% ist es dann auch tatsächlich so, dass diese Stellen langfristig nicht besetzt waren. Das ist jetzt eine 2018er Studiebefragung. Jetzt sind nochmal 2 Jahre ins Land gezogen. Der Fachkräftemangel wird wahrscheinlich zunehmen, je nach Qualitätsverbesserung da sind und wie viele Leute aus dem Feld ausscheiden. Also von dem her gibt es so eine erste Richtlinie dahin. Wir sehen, der Fachkräftemangel ist im Feld deutlich angekommen. Wie sieht es mit Personalnotstand aus? Wie werden die Möglichkeiten eingeschätzt, jetzt praktisch Personal auch zu gewinnen? Und hier haben wir auch die Situation, dass wir ganz schön sehen können an den unterschiedlichen Zeitreihen, also dass wir auch 2007 und 2014 hier vergleichen können, können wir auch sehen, der Personalmangel ist wahrscheinlich in den 10er Jahren dann hochgekommen. 2007 wird es zwar auch schon als eher schwierig eingeschätzt, aber eben noch nicht so brisant, wie es sich 2012 schon darstellt, aber jetzt auch 2018. Und jetzt ist es interessant, dass die Fachkräfte die Schwierigkeit, ein Personal zu gewinnen, stärker als kompliziert einschätzen als die Leitung. Also die Leitung sagt, kriege ich eher noch hin, vielleicht weil die Leitung in Steuerebene denkt und sie eben nicht ihre direkte Kollegin sucht, sondern sie sucht ein Teammitglied und kann sich dann in ihrem Personaltableau eben so manch anderes auch vorstellen. Probleme bei der Stellenbesetzung. Was führt dazu? Und das fand ich jetzt auch interessant an der Vorredne, als eine Kollegin eben das erwähnt hat, dass sie eigentlich eine qualifizierte Erziehungswissenschaftlerin auf eine Leitungsstelle setzen wollte, die noch dazu Berufserfahrung hatte in dem Feld und eine Zusatzweiterbildung. Und dennoch war es nicht möglich, sie da drauf zu setzen. Und das passt ganz gut, dass hier nämlich nicht als ganz oben steht, es gibt gar kein pädagogisches Personal, sondern ganz oben steht die Frage nach der Qualifikation. Und das ist etwas, wo man nachdenken muss, wo uns praktisch in Vergangenheit entschiedene Qualitätsprozesse unter Umständen heute unser Handeln schwer machen, weil wir heute mit anderen Teams agieren und uns eben auch andere Personaltableaus vorstellen können. Also auch nochmal überlegen, sind die früheren Qualitätsstandards in der Form heute noch gleichgültig um sozialen Wandel zu gestalten und auch veränderte Kita zu gestalten. Man sieht, dass diese beiden Punkte, also es gibt nicht genug pädagogisches Personal oder sie haben nicht die Qualifikation, die sind stark abgeschlagen von den Sachen der Konkurrenz. Trotzdem bei einem Drittel, die erleben jetzt schon Konkurrenz, ne, zu anderen Kitas. Ja, welche Auswirkungen hat es zu dem Fehlen des Personal? Auch das wurde praktisch schon genannt aus Blick einer Kita und hier kann man sehen, das breite Feld gibt ähnliche Situationen an. Also wie geht man damit um, wenn das Personal fehlt und dann geben die Einrichtungen an, wir können inhaltlich eben nicht alle Schwerpunkte machen. Also starker Eingriff in Qualität. Wir sehen aber auch Eingriffe in Richtung Qualität der Arbeitsbedingungen, also das hat es auch mit sich, aber jetzt nochmal ganz direkt, indem das eben dann tatsächlich auch die Zeiten für Fort- und Weiterbildung hier eben dann auch fehlen oder eingeschränkt werden. Das ist fatal, weil es einen Teufelskreis jetzt aufmacht, weil die Arbeitsbedingungen im Feld dann nicht mehr so günstig sind und mich dann eher, man muss ja überlegen, wir sind in dem Feld der Erziehungs- und Bildungsberufe, das wähle ich nicht unbedingt, um jetzt sehr reich zu werden, sondern ich wähle den Beruf auch aus einem Idealismus heraus. Und wenn ich jetzt meinen Idealismus hier nicht mehr leben kann, dann bekomme ich Schwierigkeiten, mich längerfristig an das Feld zu binden.
Also da muss man aufpassen, sensibel sein, wie kann man noch agieren. Noch agieren tun die Träger auch und das passiert dann, aber zu einem weitaus geringeren Niveau gehen sie in Richtung Öffnungszeiten. Sie kürzen praktisch ihre Öffnungszeiten oder sie gucken dann auch, dass die Plätze können eben nicht mehr weiter ausgebaut werden. Wie ist es eigentlich mit diesem Arbeiten unterhalb des festgelegten Personalschlüssels? Und das ist vielleicht die interessanteste Grafik, die wir hier sehen und die zeigt uns etwas, wo man sieht, dass historisch oder institutionelle Praktiken sich durchgesetzt haben in diesem Arbeitsfeld, wo keiner so richtig drauf geguckt hat. Nämlich es ist, wenn man guckt, auch 2007 durchaus legitim gewesen, über diesem gesetzlichen festgelegten Personalschlüssel zu arbeiten. Also das ist nicht nur ein Phänomen, das sich jetzt 2018 einstellt, sondern das ist eine Praktik, die hier gelebt wird. Und darüber muss man nachdenken, ob solche Praktiken, wie ist dieses Feld eigentlich geregelt, dass man da so lax drüber weggeht. Gut, Möglichkeiten mit diesen Personalausfällen oder die auch auszugleichen, die gibt es natürlich auch. Das sind bezahlte Stundenaufstockungen für die Teilzeitkräfte, also das wird am häufigsten zurückgemacht. Klar, ist natürlich schwierig, erst handle ich um eine Teilzeitstelle und dann muss ich eben doch Vollzeit arbeiten, aber so kann man es eben offensichtlich ganz, auch vielleicht temporär, wenn es temporär bleibt, gut regeln. Man nutzt Springer. Für uns war es natürlich interessant, inwiefern nehmen Zeitarbeitsfirmen hier jetzt an Bedeutung zu. Durchaus werden sie erwähnt, so 10%. Oder eben freiberufliche Erzieherinnen, die hier jetzt arbeiten. Wir sehen, das ist vielleicht noch wichtig, hier zwischen den Teamgrößen und Trägern keine Signifikanzen. Ja, wie geht es mit Personalgewinnung und Förderung oder welchen Einfluss nehmen jetzt diese unterschiedlichen Maßnahmen? Also wir sehen, was gemacht wird, um Personal zu gewinnen. Das sind eben Praktika, da ist man inzwischen wirklich gut oder man hat man versucht eben auch die Praxisanleiterinnen oder Mentorenstellen hier praktisch zu stärken. Es wäre gut, wenn sie auch noch strukturell gestärkt werden, das heißt mit einem anderen finanziellen Hintergrund ausgestattet. Es werden die Kooperationen klar zu Fachschulen auch gepflegt, weil da kommen ja die jungen Fachkräfte auch her. Man greift auf unterschiedliche Ausbildungsangebote zurück. Also die Kommunen zum Beispiel in Dortmund haben sich entschieden, hier eben mit der praxisintegrierten Ausbildung die Leute zu gewinnen, mit einem ersten Gehalt oder Vergütung im ersten Ausbildungsjahr von 800 Euro. Damit ziehen die natürlich mit den Verwaltungsberufen mit und sind extrem attraktiv. Also da lassen sich die Kommunen auch so einiges einfallen, wie sie hier praktisch agieren können. Ja, was für Maßnahmen werden noch gemacht, um praktisch die Attraktivität jetzt aber am direkten Arbeitsplatz zu erhöhen? Und hier sehen Sie auch wieder so eine Zweiteilung. Relativ viel für Berufseinsteiger, also die Leute gewinnen. Aber dann abgeschwächt die Sachen, die wirklich im Arbeitsfeld stattfinden. Das mag derzeit schwierig sein, aber das ist ein absolut notwendiger Punkt, hier nicht zu sagen, okay, das ist jetzt ein temporäres Problem, da müssen wir also durch. Das wird nicht funktionieren. Jetzt müssen hier die Strukturen verändert werden. Das muss ein gutes Arbeiten sein. Dann können die Prozesse eben nicht weiterhin so dynamisch laufen. Man muss hier in Richtung pädagogische Qualität, muss hier eine viel höhere Zugkraft bekommen. Weil sonst wird das Feld im Laufe der Jahre einfach eingeebnet mit flachen Qualifikationsprofilen, weil sonst wäre es gar nicht mehr zu organisieren. Also jetzt ist die Zeit oder jetzt ist diese Qualitätsforderung nicht mehr hinten anzustellen, sondern die müssen absolut jetzt wirksam werden für die Personen im Arbeitsfeld und eben zur Ausdifferenzierung pädagogischer Qualität.
Ja, Personalbindung, die häufigsten Dinge, die sich wahrscheinlich verändert haben, das sind tatsächlich diese großen Trägerveranstaltungen, wo alle sich sehen, die bei diesem Träger arbeiten. Also man versucht auch eine Form von Markenbindung zu machen. Was macht es attraktiv, bei mir als Träger praktisch zu arbeiten und hier auch so eine Form von Gemeinschaftsgefühl auch herzustellen und es auch zu zeigen, wie dankbar man ist oder wie froh man ist, hier auch so tolle Fachkräfte zu haben. Das Weiterbildungs-, Fort- und Weiterbildungsangebot ist etwas, wo drauf geguckt wird, aber Sie sehen auch hier an den Prozentzahlen. Jetzt geht es, ist es nicht mehr sonderlich kreativ, also hier haben sich noch nicht so viele unterschiedliche Instrumente tatsächlich durchgesetzt, die vielleicht auch eine gute Unterstützung hier sein können. Also da sehen Sie auch Bereich Vergütung und Eingruppierung rangiert trotz enormem Fachkräftemangel ziemlich weit unten. Ich switch kurz im Blick nochmal in der Studie und greife auf unser auf das Fachkräftebarometer Frühe Bildung zurück von der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte und dem Deutschen Jugendinstitut. Und dort kann man ganz schön nochmal sehen, wie sich Teamstrukturen verändert haben. Wenn Sie sich das angucken, 2007, da sehen Sie diesen hellblauen Bereich, das sind die kleinen Teams unter 7 Mitarbeiterinnen. Und dann haben Sie in Orange die mittleren Teams, die hier rangieren, und dann große Teams über 15 Mitarbeiterinnen. Und wenn Sie sich das angucken, wie das 2016 und dann auch 2018 ansehen, dann, aussieht, dann sehen Sie, dass wir einen enormen Rückschritt an kleinen Teams haben und dass insbesondere die großen Teams hier praktisch zugenommen haben. Und das ist wichtig, weil es jetzt praktisch so ist, dass damit dann Veränderung oder Expansion ist wirklich nicht nur eine Rede der Bildungsforschung, sondern es ist tatsächlich etwas, das erlebe ich als Erzieherin jeden Tag. Mein Arbeitsumfeld hat sich einfach entsprechend verändert. Ich habe heute viele Kolleginnen, mit denen ich mich absprechen muss, mit denen es Schnittstellen gibt. Und dieser Trend, den sehen Sie hier über die einzelnen Bundesländer, der ist eben überall nachzuvollziehen. Dass weitere Gruppen aufgemacht werden, mehr Personal dazugewonnen wird und so weiter. Ja, die Teams verändern sich aber auch, und zwar in ihrem Qualifikationsprofil, so gut wie es möglich ist im Rahmen dessen, was hier in den Fachkräftekatalogen praktisch ermöglicht wird von der Administration. Wir sehen, dass die reinen Erzieherteams zurückgehen und sich zunehmend sogenannte sozialpädagogische Teams praktisch öffnen. Also hier nehmen auch diese teilweise zu. Und wir sehen vor allem, dass Teams mit Akademikerinnen auf der Teamebene eine starke Bedeutung bekommen. Das hat auch mit Inklusion zu tun und den besonderen Aspekten, auch in Richtung Sprachförderung. Aber mindestens eine Akademikerin ist heute nicht mehr in 30% der Teams auch vorhanden. Also wir sehen Veränderungen in den unterschiedlichen Qualifikationsprofilen. Die Teams werden in ihrem Ausbildungshintergrund diverser. Und genau, lass uns so stehen. Ja, personal- und organisationsbezogene Themen, also Formen wie Teamentwicklung, Bindung, Weiterentwicklung von pädagogischen Qualifikationen, Weiterbildung des Personals, Gewinnung von Personal, Förderung des Personals und seiner beruflichen Entwicklung, Qualitätsmanagement, Gesundheitsförderung, Bezahlung, auch rangiert ganz unter. Was wird hier jetzt dann auch, oder womit beschäftigen sich die Einrichtungen aktuell? Sieht man dann praktisch auch, also Teamentwicklung, Bindung, Personal ganz oben rangiert, sehr intensiv und interessant, Bezahlung, Personal ist gar nicht so da. Das ist nach wie vor ein idealer Beruf, der, in dem wir hier oder mit dem wir uns hier auseinandersetzen.
Ja, die Auseinandersetzung mit Personalgewinnung an sich ist sehr viel intensiver in großen Teams. Das sehen wir mit 62% der Befragten. In kleineren Teams spielt es weniger stark eine Rolle. Wie sieht es zwischen großen und kleinen Trägern aus? Auch hier schreibt Christina Geiger, die diese Studie durchgeführt hat, Einrichtungsträger mit weiteren Einrichtungen setzen sich intensiver mit der Förderung des Personals in seiner beruflichen Entwicklung, der Weiterbildung, des Qualitätsmanagementverfahren und der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption auseinander als Einrichtungen kleiner Träger. Die Trägerschaft selbst spielt ebenfalls eine Rolle. Dabei zeigt sich, dass sich eher Einrichtungen freier als öffentlicher Träger mit der Bindung des Personals auseinandersetzen. Vor allem bei Kindertageseinrichtungen privatgewerblicher Träger ist der Anteil, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, hoch. Und größere Anteile der Kindertageseinrichtungen privatgewerblicher Träger widmen sich intensiv der Förderung des Personals in seiner beruflichen Entwicklung als Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Das Verständnis von Personalentwicklung ist in den letzten 5 Jahren eben wichtiger geworden. Also das sagen immerhin 37%. Also wir können sehen, dass die Bemühungen, die die Träger machen in Richtung Personalentwicklung, die kommen schon auf der Ebene der Kita an. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Befragung, dass wir eben nicht nur sagen, die Träger engagieren sich hier. Die Frage ist ja, was kommt denn von diesem Engagement eigentlich an in der Kita? Und das ist eine Institutionenbefragung der Kita, der Leitung und der Fachkräfte. Da kann sein, dass sie sagen als Träger, aber wir machen viel mehr. Warum wird denn hier so wenig sichtbar? Ja, da muss man gucken, wie funktionieren die Instrumente ineinander, dass sie eben hier noch so wenig im Bewusstsein der pädagogischen Fachkräfte im Alltag da sind. Die Qualität unseres Angebots steht im wesentlichen Zusammenhang mit Personalentwicklung. Und das ist jetzt interessant, wenn Sie sich an die Definition von Tenor Tippelt erinnern, dass Personalentwicklung ja Teil von Organisationsentwicklung, pädagogischer Qualität zu entwickeln ist, dann wird es in diesem Zusammenhang noch viel weniger gesehen. Sie sehen es, Personalentwicklung wird gemacht, insbesondere zur Bindung des Personals. Also hier haben wir wieder was, was wir schon oben ein Stück auslesen konnten in den unterschiedlichen Instrumenten, zeigt sich jetzt hier nochmal mit so einer Direktbefragung. Wie empfinden Sie das? Ist es für Qualität oder ist es für Bindung? Für wo gehört es hin? Dann sieht man, Sie empfinden es insbesondere für Bindung. Verständnis von Personalentwicklung. Ja, braucht man das denn überhaupt? Was sagt die Einrichtung? Vielleicht finden die diese Instrumente gar nicht hilfreich in dem derzeitigen Prozess. Die Einrichtungen sich schon sehr einig. Ja doch, das braucht man. Also hier gibt es auch eine sehr eindeutige Richtung. Und dann wird es immer interessant, wenn sich die Felder hier teilen. Also wenn sie so blau und grün gar nicht mehr so deutlich wie ganz oben erkennen, hier scheint die Meinung ausgelotet zu sein. Interessant sind dann immer die Felder zu gucken, die Leute teilen. Und sie teilen sich praktisch. Wir haben nicht die nötigen Strukturen, um Personalentwicklung in unseren Einrichtungen zu realisieren. Also die Strukturebenen sind hier enorm wichtig. Also weil sie langfristiges Arbeiten in der Form gewähren. Personalentwicklung, ist das jetzt eigentlich nur Trägeraufgabe? Und da zeigt sich hier in dieser Befragung, nein, Kindertageseinrichtungen kleiner Träger vertreten zudem vergleichsweise häufig die Einschätzung, der Träger kümmert sich um Personalentwicklung nicht genug, und Einrichtungen großer Träger sind nur zu 17% der Meinung, dass der Träger sich hier intensiv um diesen Aspekt kümmert. Also auch eine Rückmeldung an die Träger, wie es praktisch hier empfunden wird. Und hier kommt diese Frage, ist es jetzt nur Trägeraufgabe oder
gehört die eben, und da sehen wir, wie sich Leitungsprofile verändern. Das ist eben heute auch Teil von Leitung und wird auch teilweise genauso erwartet. Also hier kann man das sehen bei den Auswahl der Bewerber. Nach wie vor gibt es welche, wo es vollständig beim Träger liegt. Aber es gibt doch auch schon einen Prozentsatz von 34%, wo eben Leitungen hier auch mit beteiligt sind und es teilweise überwiegend tun. Aufgrund der Zeit versuche ich jetzt ein bisschen schneller in den Folien vorzugehen und einfach die Kerninhalte herauszuholen. Die Folien stehen ja später dann auch als Dokumentation zur Verfügung, sodass Sie sich die Zahlen nochmal im Detail angucken können. Ja, Personalentwicklung ist nicht nur Trägeraufgabe, und was wir hier ganz schön eigentlich sehen, ist, dass sich doch noch unterschiedliche Traditionen in diesen Trägern abzeichnen. Bei den privaten Trägern rutscht es schon sehr viel stärker in Richtung Leitung, und bei den öffentlichen Trägern ist es noch sehr viel stärker in der Hand der Kommunen. Also, wir sehen, wie sich das Feld auch auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich verhält. Die Strukturen scheinen sich jetzt auszudifferenzieren in einer unterschiedlichen Art und Weise. Und es führt dann eben auch zu unterschiedlicher Ausgestaltung von Kita. Gut, die Beteiligung unterschiedlicher Akteure an Aufgaben der Personalentwicklung, also hier sind ja eben praktisch Kita-Leitungen im Boot, das Team, die Träger, die Fachberatung, die Eltern und sonstige Personen. Wer ist in die Durchführung der folgenden Aufgaben denn jetzt einbezogen? Bei der Auswahl in den Vorstellungsgesprächen, bei der Entscheidung pädagogischer Mitarbeiterinnen, die Weitergabe von Informationen über Fort- und Weiterbildung, Ermittlung von Fort- und Weiterbildungsbedarf für die Einrichtung, Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs für die pädagogischen Mitarbeiter, Festlegung auch von Fort- und Weiterbildungsthemen. Und da sieht man für die Einrichtung, wie stark hier die Kita-Leitung eben heute solche Aspekte in die Hand nimmt. Und Führung eben auch von Personal. Was wir sehen in der Diskussion, das ist so eine Gratwanderung. Einerseits wird Kitas viel Autonomie gewährt und andererseits fehlen so ein Stück Stützstrukturen. Christina Geiger schreibt, je weniger unterstützende Strukturen vorhanden sind, umso stärker erleben Leitungskräfte aber auch die Bewältigung ihres komplexen Aufgabenbereichs als Überforderung. Also die Aufgaben, die heute dazukommen, auch insbesondere, dass der Fachkräftemangel so direkt in die Kita dann auch hineingeschoben wird, in der Form von Personalsuche und Gewinnung, das sind eben, wenn mich der Träger nicht entsprechend unterstützt, auch hohe Belastungen. Also hier zeigen sich Sollbruchstellen im System. So simpel ist es nicht. Ich kann das nicht einfach nur delegieren, sondern ich muss mir hier gemeinsam ein Konzept überlegen. Und zwar, das geht dann über sämtliche Ebenen hinweg, eben bis in die Steuerebenen auf Landesebene. Wie fachkompetent ist mein Träger? Was sagen die Einrichtungen? Und das ist eine Riesenfrage, ob ich bei dem Träger arbeiten möchte oder nicht. Und hier geben doch ein Drittel der Fachkräfte an, dass sie ihren Träger nicht als fachkompetent einschätzen. Also welche pädagogische Kompetenz steckt in meinen Träger? Die da kann nicht nur auf Einrichtungsebene stecken, weil Pädagogik, das muss man auch planen können und organisieren. Also die Erziehungswissenschaftlerin, die Pädagogin, die muss auch auf den höheren Ebenen zu finden sein. Sie muss eine Vorstellung haben, was Pädagogik ist, weil sie plant die Ressourcen, die nachher dann den pädagogischen Fachkräften zur Verfügung stehen. Gut, es gibt
auch neue Trägerverbünde. Wir erkennen in der Studie, dass kleinere Träger wie Kirchengemeinden sich stärker unter einem Dach zusammenschließen zu einem Trägerverbund. Das sind praktisch auch neue Ausgestaltungen, wie man gemeinsam dann Qualität herstellt, wie man auch Personal praktisch vielleicht eher im Pool auch organisieren kann, insbesondere um eben tatsächlich die Ausfälle in Form von Krankheit oder nicht besetzten Stellen besser gemeinsam zu entwickeln. Die Einschätzung der Wichtigkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen werden hier auch, das sehen Sie, hier unterscheidet sich das Feld enorm. Was absolut Standard ist, sind Teamsitzungen, ohne die geht es nicht. Auch Einarbeitung wird heute in den meisten Einrichtungen als Standard gesehen und natürlich auch Fort- und Weiterbildung gehört seit je in dieses System Kindertageseinrichtung. Und hier sind eben auch die pädagogischen Fachkräfte stark, sich hier neue Impulse für ihre pädagogische Arbeit zu holen. Und dann klappt es nach unten, das heißt die Variabilität, also zum Beispiel bei Coaching, haben wir dann schon sehr viel stärker ein geteiltes Feld. Das ist vielleicht bei einem Drittel schon üblich, sich auch auf solche Instrumente einzulassen, und bei anderen wird eben auf die noch wenig gesetzt. Aber all diese Instrumente dienen ja dazu, praktisch meine pädagogische Arbeit praktisch neu einzuloten, auch neu abzustimmen, was wir heute mit in dem Rahmen des gesellschaftlichen Wandels hier jetzt auch brauchen. Ja. Der Anlass für Teamentwicklung ist insbesondere ein positiveres Teamklima. Also das ist praktisch auch die Triebfeder, die die Träger treibt, hier jetzt praktisch aktiv zu werden, aber auch Integration von Mitarbeiterinnen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Befund, den finden wir in ganz unterschiedlichen, oder haben wir in ganz unterschiedlichen Studien der WIF gefunden, auch in den Weiterbildungsstudien. Diese Frage des Teamklimas, und daran erkennt man, wie stark Expansion inzwischen einfach im Team angekommen ist. Das ist auch eine Herausforderung, sich als Team neu praktisch zu definieren, sich wieder neu zu finden, neu auszurichten. Ja, Teamentwicklung in der Kita in den letzten 2 Jahren. Teamentwicklung erfolgt bei uns überwiegend intern. Teamentwicklung erfolgt bei uns zu gleichen Teilen intern, extern, oder Teamentwicklung bei überwiegend über externe Begleitung. Also da sieht man, dass die Treiberkraft ist in der Kita intern praktisch angelegt. Christina Geiger schreibt hier noch, für fast 3/4 der Kindertageseinrichtungen sind die Potenziale aber der Teamentwicklung bisher noch nicht ausgeschöpft. Sie würden gerne häufiger Maßnahmen der Teamentwicklung durchführen. Dieser Wunsch ist bei Einrichtungen mit einem sehr guten Arbeitsklima weniger als eben bei Einrichtungen mit eher schlechtem Teamklima. Aber was es zeigt ist, hier ist eigentlich Bedarf. Die Einrichtungen suchen oder die Teams suchen auch nach Orientierung. Und das finden wir fast gleich identisch in Weiterbildung, was Weiterbildnerinnen sagen, wie sie die Weiterbildung erleben, insbesondere Inhouse-Weiterbildung. Gut. Die Fachberatung, welche Rolle spielt die eigentlich in diesem großen sozialen Wandel, der sich ja nun auftut? Sie ist ja eine ganz wichtige, auch fachliche Beratung, die dahinter steht. Und dann ist eben erstmal wieder interessant, Richtung Fachberatung zu gucken. Fachberatung ist eben ganz unterschiedlich angelegt. Sie kann eben im Trägerverband sein, sie kann im Jugendamtverband sein, im Jugendamt. Sie ist freiberuflich oder eben sonstige Fachberatung. Also überwiegend kommen sie über die Träger, aber eben auch über die anderen Ebenen. Und das zeigt auch wieder, wir benutzen einen Begriff, aber eigentlich ist es facettenreich, unterschiedlich organisiert und derzeit eine hochgefragte Position für Gestaltung von sozialen Wandel dieser Einrichtungen. Sie ist eigentlich unverzichtbar.
Und dann ist es natürlich interessant, also wer wird jetzt beraten? Man sieht, Fachberatungen sind überwiegend mit den Einrichtungsleitungen im Gespräch, immerhin noch bei 3/4 auch mit den Teams. Thema bereit auch einzelne Fachkräfte zu fast 50%. Wie sieht es mit dem Kontakt aus? Überwiegend zu fast 60% mehrmals jährlich. Aber eben, es gibt auch Einrichtungen, da kommt gar keine Fachberatung oder eben auch einmal im Jahr. Und da sieht man eine Sollbruchstelle des Systems. Das kann nicht sein. Hier scheint das System nicht gleichschrittig mitentwickelt worden zu sein zu den Kindertageseinrichtungen. Wenn das eine System immer größer wird, dann kann ich das Beratungssystem nicht klein lassen. Ja, weitere Aufgaben von Fachberatung, eben die Beratung und Begleitung der Einrichtung, Organisation und Erfahrungsaustausch. Also man sieht, sie hat eigentlich hier eine sehr große Bedeutung und kann hier auch eben eine ganz wichtige Aufgabe leisten, insbesondere eben dieses über den Tellerrand blicken, dadurch, dass sie ja mehrere Einrichtungen auch berät. Was wir in der Einrichtung sehen, wenn wir auf das Stetige merken, das ist uns total logisch und es läuft dann nur so runter. Die Einrichtungen haben sich verändert, es sind längere Öffnungszeiten, es gibt mehr Teilzeit, es gibt einen höheren Planungsbedarf, den ich in den Einrichtungen habe. Ich habe größere Teams, ich habe mehr unbesetzte Stellen und das heißt jetzt auch höherer Aufwand, Personal zu gewinnen und auch die Stellen zu besetzen. Also hier schießt praktisch, also es wird sehr deutlich, was hier an Komplexität dazu kommt, was das auch an Unruhe in den Einrichtungen bedeutet. Mein Fazit ist aus der Studie und dem Gesamtzusammenhang, die Kindertageseinrichtungen sind heute Knotenpunkte des sozialen Wandels. Das muss, finde ich, viel deutlicher in der Politik diskutiert werden, was das eigentlich bedeutet. Kitas werden nicht einfach größer. Dahinter steckt ein Bedeutungswandel. Sie müssen den sozialen Wandel, der damit verbunden wird, sich bewusster machen und damit auch ihre Instrumente anpassen. Personalentwicklungsaufgaben haben in den letzten Jahren zugenommen. Das sieht man in dieser Studie, darauf wird geachtet. Die Instrumente der Personalentwicklung werden aber von den Trägern erst ansatzweise zur Organisationsentwicklung tatsächlich genutzt. Die Teams, die verlangen nach Orientierung, auch das wird in dieser Studie herausgearbeitet. Also das heißt, Expansion ist auf Teamebene angekommen, der soziale Wandel, die Veränderungsprozesse. Dieses Agieren zwischen Tradition und Moderne, das ist meiner Ansicht nach derzeit der Hemmschuh. Also dieses, dass man einerseits Autonomie erteilt und andererseits aber sehr zurückhaltend agiert mit neuen Instrumenten. Vorhin wurde es auch schon genannt, zum Beispiel Akademisierung ist ja nun nicht neu, gab es ja schon immer. Aber trotzdem gibt es hier so gewisse Vorbehaltungen. Kindertageseinrichtungen brauchen ein gutes Stützsystem, um eben proaktiv auch diesen sozialen Wandel zu gestalten. Das kann nicht nur in der Kita geschehen, sondern es braucht sehr viel mehr. Also System Kita heißt nicht nur die Kita, sondern wir sind ja hier verbunden über Träger, Kommune, Land, die hier eben tatsächlich auch die Rahmenbedingungen vorgeben. Es ist die Aus-, Weiterbildung, Fachberatung, die hier wichtig ist und die Administration, die diesen die Möglichkeiten, in denen wir die Ausgestaltung machen können, festlegt. Die alle müssen mit ins Team. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kita zu einer wichtigen Infrastruktur in unserer Gesellschaft geworden ist und sie ist heute in der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Also hat sich auch von ihren historischen Entwicklungslinien hier weiterentwickelt. Also heute agiert der Bund sehr selbstverständlich in diesen Bereich mit hinein. Das bedeutet was, weil es eben eine zentrale Infrastruktur geworden ist. Ja, dann gibt es noch einen Bereich, der hier immer außen vor gelassen wird, der aber für eine moderne Gesellschaft eine Riesenrolle spielt, Wissenschaft und Forschung. Und das ist vielleicht eine weitere Sollbruchstelle, die hier noch erwähnt werden muss. Wir müssen das System Kita unter diesem Aspekt auch angucken, wie findet hier Transfer eigentlich statt von wissenschaftsbasierten Wissen, das wir in den letzten Jahren
aufgebaut haben, in die Praxis. Über die Ausbildung kann es nicht gelingen, weil die Ausbildung eben nicht in Form von einem Studium mit Forschung und Lehre verbunden ist, sondern ein abgekoppeltes System ist. Und hier muss man auch danach fragen, wie wir Strukturen aufbauen, Verbindungssysteme. Und so gibt es ganz viele Systeme, die Ihnen vielleicht augenfälliger sind als mir. Mir sind jetzt natürlich die Bereiche sehr nahe. Die gehören aber alle dazu, um eine gute Kita zu haben. Ja, die Herausforderung des sozialen Wandels, Personalentwicklung muss als Teil der Organisationsentwicklung genutzt werden. Mit der losen Einführung von Instrumenten der Personalentwicklung ist es eben nicht getan. Personalentwicklung führt individuelle und eben die strukturellen Bedarfe zusammen. Besten Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau König, für diesen sehr umfangreichen, ausführliche Untermauerung mit Zahlen dieser Eindrücke, die wir heute Morgen schon exemplarisch aus den Einrichtungen gehört haben und natürlich auch für die Einbettung des Ganzen nochmal in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und Kontext, beziehungsweise auch eben die Verdeutlichung nochmal der Zusammenhänge für alle.